Hallo zusammen, Eizocker hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest Reitgrundlagen anzunehmen bei Galatia Morgenglanz, in der Reiskrone, in dieser Position. Ich nehme die Quest auf während des Stretches 9.2.7. Das Video sollte euch auch helfen in Via Delga Classic. Als erstes dürft ihr jetzt die Horde-Lanze anlegen. Das habe ich schon gemacht. Solltet ihr keine mehr haben, könnt ihr euch hier neue holen beim Lanzenständer. Dann müsst ihr schauen, welches Mount ihr hier benutzen könnt. Bei mir ist es dieser Falkenschreiter. Und jetzt geht es ins Questgebiet. Ich nutze schon mal die Taste 4 auf dem Weg ins Questgebiet. Damit baue ich die Verteidigung auf. Das ist, glaube ich, jetzt nicht unbedingt nötig. Aber es schadet auch nicht. Wir müssen Zustoßen auf ein Nahkampfziel anwenden. Alles klar. Also, ich laufe zuerst zum Nahkampfziel. Das hier ist 1. Und spamme die 1. Dann die 4. 1. Nochmal die 1, 4 ist wieder bereit. Wieder die Taste 1 und nochmal die Taste 1. Jetzt heißt es Schildbrecher gegen ungeschütztes Distanzziel anwenden. Distanzziel und dann die ganze Zeit die 2 spammen. Schildbrecher, einfach draufhauen. Ihr habt gesehen, das hat jetzt ein bisschen gedauert, bis es dazu gezählt hat. 2 von 2 Anstürmen gegen ungeschütztes Ansturmziel. Das ist gleich daneben. Da drücken wir jetzt die 2 und direkt dahinter die 3. Dann warten wir, bis das Schild wieder da ist. Jetzt die 2 und wieder die 3. Und Quest erledigt. Sehr einfach gehalten. Ich hoffe dennoch, das Video hilft einigen Spielern. Jetzt darf man hier in dieses Zelt hinein. Quest ist abzugeben bei Galatia Morgenglanz. In der Weißkrone, an dieser Position. Ich hoffe, mein Video konnte euch helfen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen. Einfach indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnierknopf ein. Und nicht vergessen, in den Kommentaren Link zum Twitch-Kanal. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Ciao.